Heute gibt's den Teenage Mutant Ninja Turtles Classic Party Wagon von Megablocks. Bis gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen im Den of Little Treasures. Da bin ich wieder mit einem Set von Megablocks. Und heute mal was ganz Seltenes, ein Set von 2016, der Teenage Mutant Ninja Turtles Classic Party Wagon. Ja, der ist mittlerweile auch schon so bei 300 Euro im Wert. Und wie man sehen kann, habe ich den von Amazon vor 2 Jahren mal gekauft. Ich glaube, ich habe 80 Euro oder sowas bezahlt, inklusive aller Kosten, also Versand und Zoll. Das Tolle an dem Set ist, ja, der Party Wagon sieht aus wie in einem Classic Cartoon und es sind 2 Exklusivfiguren dabei. Einmal Shredder und April O'Neil, die gibt es sonst in keinem anderen Set. Das Set hat 531 Teile und ist ab 10 Jahre. Das Set gibt es tatsächlich auch nochmal als Mega Constructs Version, wurde da nochmal neu aufgelegt, weil das so gefragt war. Ich habe hier aber die Mega Blocks Version. Die Rückseite ist auch super gestaltet, man sieht schon relativ viel. Hier unten auch noch die weiter erhältlichen Sets, zum Beispiel hier haben wir die natürlich auch. Und man darf nicht vergessen, die sind tatsächlich ein bisschen anders als nachher die Figur, die in dem Partywagen mit dabei ist. Das wird man so aber später dann nochmal sehen. Ja, was man unten noch sehen kann, einmal hier Rocksteady, den haben wir natürlich hier auch nochmal in einer Box. Und Bebop. Ne? Auch cool. Ja, und weil es so schön war, Crank mit seinem Android-Roboter darf natürlich auch nicht fehlen. Aber wie gesagt, heute geht es eigentlich nur um den Partywagon und ja, dann bauen wir den gleich mal auf. Hier nochmal kurz von der Seite das Artwork. Alles sehr gelungen, wie ich finde. Schauen wir mal rein, was alles drin ist. Ganz viele Tüten und Teile. 2 riesig große Anleitungen. Ups. Ja, und noch so ein bisschen sowas. Hier nochmal die exklusiven Figuren aus dem Set. Shredder, April O'Neil und Michelangelo. Jawohl, sehr cool. Das erste Anleitungsbuch habe ich fertig. So sieht es bisher aus. Ja. Macht schon ein bisschen was her. Hier sind sogar noch so rote Teile. Das sind wieder so Hilfsbausteine. Die werden später wieder entfernt. Nettes Formteil ist hier das Teil. Ja, und ansonsten die Steine, die haben wieder so Glitzerflakes drin. Weiß nicht, ob man das jetzt gut sehen kann, aber das sieht ziemlich cool aus, also wirklich wie lackiert, so ein bisschen goldfarbend, ne? Also echt cool. Naja, weiter geht's. Da ist sie, April O'Neil. Sehr gut gelungen, kommt der Cartoon-Version doch sehr nah, finde ich. Gerade auch für diese kleine Größe haben sie doch schöne Sachen mit beigemacht, die Kamera ist auch toll. Michelangelo, ja, auch sehr gut gelungen, wie ich finde. Kommt doch dieser Cartoon-Version oder auch aus diesen Videospielen sehr nah. Also haben sie es wirklich sehr gut umgesetzt, erkennt man sofort. Hat seine 2 Nunchucks dabei, ein Stück Pizza, so ein kleines Turtle-Funkgerät ist noch dabei. Ja, schöner Gürtel, auch mit dem M-Zeichen drauf, seine typischen Farben, so wie sich das gehört. Also wirklich klasse gemacht. Und zu guter Letzt Shredder, auch super gut umgesetzt, dürfte auch so die beste Megablocks-Version sein. Das Cape ist so aus Stoff, ja, seine typische Bewaffnung, sein Helm, also wer den da nicht erkennt, da weiß ich auch nicht. Super toll beweglich, die Stands bei allen Figuren, das sind so Gullideckel, da steht auch Turtles drauf. Kann man nachher aber auch nochmal an dem Dings ein bisschen besser sehen, an dem Partywagon. Da ist er fertig, der Partywagon. So sieht er von vorne aus, von der Seite. So ein bisschen kann man, glaube ich, auch dieses Glitzern erkennen von den Steinen.
Rückseite mit schönen Türen. Die andere Seite auch mit so einer Seitentür. Ja, ich würde vorschlagen, dann schauen wir uns hier nochmal genauer an. Man kann da noch so diverse Sachen mitmachen. Fangen wir mal mit der linken Seite an. Die Cockpit-Tür hier lässt sich öffnen. Innen drin ein kleines Lenkrad, so ein bisschen der Sitz angedeutet. Die Tür hier, die Seitentür, lässt sich auch öffnen. Hier kommt so eine kleine Rampe. Hier schön mit Noppen, kann man natürlich dann auch noch Figuren draufstellen und so. Auch nett mitgedacht. Ja, dann die Rückseite. Ja, einmal fällt hier unten auf, Teenage Mutant Ninja Turtles 1987. Ja, nettes Andenken, wie ich finde. Die Türen kann man natürlich auch aufmachen. Innen drin sieht man jetzt noch nicht so viel. Ich mache nachher mal das Dach ab, dann dürfte das besser sein. Hier das Skateboard von Michelangelo. Ansonsten denke ich mal auch ganz toll. Ja, und die rechte Seite, wie gehabt, hier die Tür kann man auch öffnen. Hier oben sind noch so irgendwelche Antennen oder Kanonen. Ich weiß nicht, was es sein soll. Ist ja eigentlich auch egal. Die Seitentür lässt sich hier so öffnen. Und da ist tatsächlich eine kleine Waffe noch mit dabei. Das heißt, man kann hier noch eine Figur hinstellen. Hier sind die Griffe und hier über den kann man auch das Ding abschießen. Das heißt, das ist ein kleiner Stud-Shooter. Also auch nicht verkehrt. Innen drin im Wagen sehen wir nachher auch noch, gibt es auch noch zwei zusätzliche Munitionsdinger zum Wegschießen. Also ganz nett gemacht. Ja, von oben sieht das Teil halt so aus. Ja, auch ganz nett, finde ich. Halt so ein Schildkrötenpanzer angedeutet. Ne? Und ja, das Ding sieht natürlich auch aus wie in den Videospielen, wie in den Cartoon-Folgen. Das ist ganz toll. Ja, von vorne hat man ihn jetzt ja auch noch nicht. Auch super genial, hier ist Turtles Logo, hier auch alles schön bedruckt, ist alles Druck, alles, hier gibt es natürlich wieder keinen Aufkleber, ja, wer Megaconstructs kauft, der weiß das halt, ne? Und ja, finde ich halt auch ganz toll, haben sie wirklich super umgesetzt, das einzigste Formteil, was es hier so ist, das sind hier diese Fenster, ansonsten hier der Gullideckel, der fungiert auch als Stand bei den Figuren, nur dass es die da halt grau sind und dass der Schriftzug da jetzt auch nicht bedruckt ist. Das ist halt hier für das Auto so gemacht. Ist aber, finde ich, mal richtig gut gelungen, das Ding. Und ja, also ich bereue das nicht, dass ich den jetzt gekauft habe. Zumal ich den ja jetzt auch nicht so für so viel Geld bezahlt habe. Ne? Nochmal eine kurze Draufsicht. Kann man jetzt auch besser von innen alles sehen. Ne? Also hier ist die Zusatzmunition. Hier, wie gesagt, das Skateboard, da nochmal die Kanone zu sehen. Auf der anderen Seite ist so ein kleiner Radarschirm, dann so eine Bedienkonsole. Die Ente kann ich jetzt nicht zuordnen, da bin ich ein bisschen raus. Hier sieht man auch so ein bisschen das Lenkrad. Ja, die Sitze halt auch schön angedeutet. Also wirklich richtig gut gelungen, das Ding. Ja, und wie gesagt, hier kann man leicht das Dach abnehmen, ist also auch überhaupt gar kein großes Problem. Kommen wir mal zum Fazit. Für die 80 Euro, die ich jetzt insgesamt bezahlt habe, inklusive Zoll und Versand, ist das sicherlich ein guter Preis gewesen dafür. Gerade auch, weil das Set ja von 2016 ist. Mittlerweile wird man das wahrscheinlich nur noch für 300 und mehr bekommen. Vielleicht gebraucht auch etwas günstiger, so bei 150. Ja, großer Vorteil von dem Set natürlich. Die Figuren Shredder und April O'Neil bekommt man halt nur hier. Und gerade als Turtles-Fan ist das natürlich ein absolutes Muss, das Ding. Das ist ganz klar. Die Figuren sind super gut umgesetzt. Also man erkennt die auf Anhieb, wer es sein soll. Richtig toll angelehnt an die Cartoon-Serie, an die Videospiele von damals,
Also gerade auch, wer Turtles-Fan ist, der kommt da eigentlich gar nicht drum herum. Wird natürlich schwer, das Ding jetzt nochmal irgendwie zu bekommen. Natürlich gibt es noch weitere Sets, die werde ich wahrscheinlich auch nochmal demnächst irgendwann mal vorstellen. Und ja, ich denke, wenn euch das gefallen hat, dann verlinke ich euch hier nochmal ein paar andere Mega-Constructs-Videos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!